Tag Nummer 4, da bin ich wieder. Der Inhalt ist in so einer großen Tasche drin. Ich werde die jetzt mal rausschütteln. Komm raus. So. Das sind selbst gehäkelte Hexenhüte. 4 Stück. Jawohl. Also, fangen wir mal mit an. Hier mit Hexenhut Nummer 1. Ich drehe den. Dafür gibt es keine Anleitung. Ich habe mir den Hut selber zurechtgehäkelt. Ja. Irgendwie macht er den nicht scharf. Auf was fokussiert er sich denn da? Weiß er nicht so genau, ne? Ja, das ist dann Nummer 1. Und weil Grau ihre Lieblingsfarbe ist, habe ich halt 3 Graue gemacht. So, hier mit Türkis und mit so einer bunten Borte, wie man sieht. Habe ich also, warte mal, ich muss mal die anderen, glaube ich, alle aus dem Bild nehmen. Das irritiert die Kamera. So, das ist dann mit einer bunten Wolle zu Ende gehäkelt. Und dann schön hier dekoriert. Und mit Stanzteilen beklebt. Und hier ist dann auch ein, was ist das? Eine Spinne. Hier ist dann auch ein Spinnenscharm dran. So. Das ist jetzt die dritte graue Mütze. Das ist auch hier schön dekoriert. Auch mit Stanzteilen. Schönes Band. Und hier haben wir ein, sag schnell, Schrumpffolie. Ein Schädel aus Schrumpffolie. Und der kleinste ist der hier. Der sieht auch so aus. Da habe ich einen Hexenhut am Hexenhut. Ja. Das ist auch eine schöne Deko, finde ich. Kann man sich auch mal schön hinstellen. Zu Halloween. Das wäre dann Tag Nummer 4.